von uns allen ist es, uns immer und überall von Mitmenschlichkeit leiten zu lassen. Und gerade jetzt verteidigen wir unsere Werte, unsere Kultur. Dazu gehört auch das Weihnachtsfest. Dazu gehört die gemeinsame Freude und das gemeinsame Feiern von Christi Geburt. Und wenn wir morgen in unseren Familien vor dem Christbaum zusammenkommen, dann nehmen wir uns besinnen, was Weihnachten bedeutet. Es geht um die Menschwerdung Gottes und darum, wie wir Menschen miteinander umgehen. Beim Nachdenken über die vergangenen Monate half mir auch, was mein Namensvetter, der evangelische Theologe Paul Tillich, vor mehr als einem halben Jahrhundert gesagt hat, als er 1962 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels entgegennahm. Paul Tillich hat sich sein Leben lang mit dem Thema Grenze und Grenzüberschreitung beschäftigt. Er hat damals sinngemäß gesagt, erst da, wo wir unsere persönlichen Grenzen überschreiten, wo wir auf andere Menschen zugehen, wo wir uns anderen Kulturen öffnen, da erst entfalten wir unser ganzes menschliches Potenzial. Solche positiven Grenzüberschreitungen, die bereichern unser Leben. Und gerade zu Weihnachten rücken sie wieder in den Mittelpunkt. Christus, dessen Geburt wir feiern, hat in einer Gesellschaft, der es an Solidarität mangelte, über Nächstenliebe geredet. Er hat mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter deutlich gemacht, der Nächste, das ist gerade